Ja, hallo, mein Name ist Chris. Herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von mir hier wieder in Cinema 4D. Ich werde euch mal kurz und knapp zeigen, wie das mit dem Dynamics Motor funktioniert. Starten wir am besten auch gleich mal durch. Wir werden erstmal ein Bodenobjekt nehmen. Das finden wir unter anderem hier. Einfach mit der linken Maustaste auf dieses Symbol klicken und Boden auswählen. Und als nächstes werden wir schon das Objekt nehmen, welches wir mit dem Motor dann drehen möchten. Ich gehe hier auf dieses Symbol, wähle mir mit der linken Maustaste halt dann eine Röhre aus. Die Röhre werde ich etwas nach oben ziehen, die Höhe ein wenig verändern. Wer die Höhe jetzt hier noch nicht einstellen kann oder das noch nicht sieht, kann hier über den Objektemanager die Röhre auswählen. Dann hat er hier Attribute und kann hier verschiedene Parameter einstellen. Bei der ich 20 und Segmente Umfang werde ich etwas verringern. Ich nehme hier einfach nur eine 12. Der Rest kann soweit stehen bleiben. Beide Objekte benötigen jetzt ein Dynamics Tag erstmal. Das heißt, wir wählen beide Objekte aus. Das können wir machen, indem wir einfach mit der Maus hier reinklicken. Das nach oben ziehen und beide auswählen. Jetzt mit der rechten Maustaste eins von beiden auswählen und dann Dynamics Tags, Dynamics Body auswählen. Bei dem Boden müssen wir jetzt nicht viel machen. Der wird automatisch schon so festgelegt. Wir werden auch jetzt sofort sehen, Attribute, wenn wir das hier auswählen, sieht das so aus. Wenn wir bei der Röhre Attribute auswählen, dann kommt noch einiges hinzu. Der Boden hat halt seine eigenen Einstellmöglichkeiten. Hier ist wichtig bei der Röhre, dass dynamisch an ist, das wird automatisch gemacht. Und bei Kollision müssen wir bei Form bewegtes Mesh auswählen. Warum? Das zeige ich später. Ich werde euch jetzt erstmal nur zeigen, wie das mit dem Motor funktioniert. Danach werde ich noch ein wenig unsere Röhre modifizieren. Wir können jetzt schon unser Motor, Dynamics Motor, verwenden. Das heißt, wir gehen hier auf Simulation, dann Dynamics und wählen uns hier Motor aus. Wir sehen auch schon jetzt, wie das aufgebaut ist. Wir sehen auch, dass sich das jetzt eigentlich in die falsche Richtung drehen würde. Wir möchten ja, dass sich das um die Y-Achse dreht, nicht so wie hier um die Z-Achse. Das geht eigentlich auch ganz einfach. Wir nehmen hier einfach unser Drehen-Werkzeug und wählen uns dann mit der linken Maustaste diesen Bereich hier aus, drehen das Ganze. Mit der Shift-Taste können wir dann in 5er Schritten das Ganze um 90 Grad drehen. Wenn wir uns das jetzt von oben angucken, es wird ja alles immer auf den Nullpunkt gesetzt, dann können wir das im Prinzip schon so lassen. Wenn wir jetzt den Motor auswählen im Objektemanager, dann haben wir hier schon die Möglichkeit, Eintragung vorzunehmen. Wir wollen ja unsere Röhre drehen, also nehme ich mir hier die Röhre mit der linken Maustaste und ziehe mir das in Objekt A. Objekt B wird unser Boden sein. Einfach hier mit der linken Maustaste das auswählen und hier reinziehen. Wenn wir jetzt unsere Animation schon starten, dann sehen wir auch schon, dass sich das Ganze dreht. Wir haben natürlich über den Motor verschiedene Einstellmöglichkeiten. Also Drehmomente können wir variieren und auch die Winkelgeschwindigkeit, also wie schnell sich das Ganze drehen soll. Und damit wir das jetzt optisch natürlich noch ein bisschen besser sehen, werde ich jetzt noch ein paar Modifikationen an unserer Röhre vornehmen. Für die meisten wird das vielleicht schon reichen, damit jetzt ihre eigenen Sachen weitermachen können. Aber ich werde jetzt trotzdem noch ein bisschen dran rumbasteln. Ich wähle mir hier die Röhre aus. Wir hatten ja das Ganze noch nicht in ein Grundobjekt oder Polygonobjekt umgewandelt. Das machen wir jetzt. Das heißt, wenn wir die Röhre ausgewählt haben, klicken wir hier dieses Symbol oder drücken die Taste C. Danach können wir schon die Polygone, indem wir hier auf dieses Symbol klicken. Und ich möchte jetzt den äußeren Ring erstmal auswählen. Am besten geht das,
Wir müssen ja nicht alle einzeln jetzt anwählen, die wir, wenn wir die äußeren Polygone haben wollen, sondern drücken einfach die Taste U, gefolgt von der Taste L. Wenn wir dann zwischen zwei Polygonen sind, dann seht ihr schon, wird alles automatisch ausgewählt. Wir klicken einfach mit der linken Maustaste drauf und dann sind die äußeren Polygone selektiert. Ich wähle jetzt einfach die Taste I und möchte das jetzt innen extrudieren. Und wichtig ist, dass ihr hier darauf achtet, Gruppen erhalten, dass das abgewählt ist. Wir können jetzt einfach in die Szene klicken und die Maus etwas nach links verschieben und dann sehen wir auch schon, dass sich das teilt, neue Polygone hinzukommen und wir werden, ich werde das mal kurz anklicken, damit ihr seht den Unterschied. Also wenn ihr Gruppen erhaltet, dann sieht das bei euch noch oder sieht es noch so aus. Wir wollen das wie gesagt nicht. Und anschließend drücken wir die Taste D zum Extrudieren und klicken einfach in die Szene und ziehen das auseinander. Ich zoome etwas heraus hier über dieses Symbol. Und wenn wir jetzt die ganze Animation erstmal zurückspulen und nochmal starten, sieht das Ganze dann so aus. Wichtig ist, dass wir bei unserer Röhre, wenn wir hier unser Dynamics Bodytag hier auch haben, bei Kollision bewegtes Mesh eingetragen haben, damit halt andere Objekte genau erkennen, wie die Form verläuft. Nehmen wir als Beispiel ein paar Kugeln. Ich werde das jetzt etwas verkleinern über unser Zoom-Werkzeug. Ziehe das Ganze ein klein wenig nach oben. Werde jetzt über MoGraph Klon mehrere Kugeln erzeugen. Das heißt, wir haben ja jetzt hier unser Klonobjekt bei oder in unserem Objektemanager und können jetzt die Kugel dem unterordnen. Und wir sehen auch schon, dass sich jetzt mehrere Kugeln gebildet haben. Wenn wir das Klonobjekt anwählen, können wir hier noch weitere Kugeln hinzufügen. Ich werde aber das Ganze jetzt erstmal noch ein bisschen nach oben verschieben. Wichtig ist aber, dass wir auch hier bei der Kugel mit der rechten Taste ein Dynamics Tag hinzufügen. Wenn wir jetzt die ganze Animation nochmal starten, dann sehen wir, wie die ganzen Kugeln wegfliegen. Und je nachdem, wie wir unseren Motor eingestellt haben, zum Beispiel auf Drehmoment 30, hat der natürlich auch entsprechend mehr Kraft, das Ganze zu bewegen. Das war nur ein kleines Beispiel. Ich werde in dem nächsten Tutorial mal einen kleinen Mixer bauen und damit man sich das vielleicht noch mal genauer angucken kann. Und vielleicht hat dem einen oder anderen das ja jetzt schon so weit geholfen. Ich würde mich freuen, bei einem weiteren Tutorial wiederzusehen. Bis dahin, ciao.